Willkommen zur schönen kleinen Weihnachtsrunde Siedler 4. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Festtage. Heute ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, der 28. Dezember. Das heißt, kurz vorm neuen Jahr und fast pünktlich zum neuen Jahr fangen wir eine neue Mission wieder an. Die Mission 8, nämlich vom dunklen Volke. Die Suche beginnt, heißt sie. Das ist interessant. Ich weiß nicht, was für einer es ist. Hört ihr auf jeden Fall gut an. Der Weg der Wölfin. Die Suche beginnt. Zusammen mit den Wikingern werden wir in der Lage sein, zu verhindern, dass die Mayas vom dunklen Volk vernichtend geschlagen werden. Allerdings treibt uns keineswegs die Nächstenliebe zu diesem Schritt. Zu groß waren die Verluste, die uns die Mayas in den letzten Schlachten zugefügt haben. Doch wir wissen, dass die Alternative zu einem solchen Zweckbündnis noch viel schlimmer aussieht. Das dunkle Volk versklavt alle Siedler, derer es nur habhaft werden kann, und erhöht so die eigene Stärke auf Kosten der unsrigen. Dies darf nicht so weitergehen, oder alles ist verloren. Die Träume unserer Priester geben uns weiter Rätsel auf, und mit jeder Stunde wird es wichtiger, den Willen der Götter, der in diesen Visionen verborgen liegt, zu entschlüsseln. Die Wölfin hat sich auf eine lange Reise begeben. Nach einer Weile kommt sie an eine lange Bergkette. Sie möchte die Berge passieren, doch kann sie keinen Weg finden. Aber mitten in ihrer Suche hält sie inne und lauscht angespannt nach unheimlichen Kriechgeräuschen, die der eisige Wind über die schneeverwehten dunklen Gipfel zu ihr trägt. Wir werden uns auf eine Reise begeben, auf der wir einen Berg überqueren und uns einer schattenhaften, gefährlichen Bestie in ihrem Bau stellen müssen. In diesen Punkten sind sich Priester und Krieger einig. Ja, super, das hört sich ja geil an. Also, ich vermute mal, ja, das passt ja auch ideal. Ich erinnere mich an diese Karte. Haha, die habe ich früher auch schon gespielt. Wir sind die Römer hier unten. Endlich mal wieder Römer. Das ist ja schon mal ganz schön, ne? Und wir müssen, wie auch der Traum vorher sagt, also der ist in dieser Mission tatsächlich auch wieder mal sehr, sehr, sehr deutlich. Dort erfährt man ja auch mal richtig deutlich, was man machen muss. Nämlich über den Berg rüber. Das ist dieses große Areal hier, würde ich vermuten. Ich meine zumindest, mich auch zu erinnern, dass das hier war. Und vermutlich ist auf den Gipfeln so viel Schnee, dass wir auch einen Priester irgendwie dort rüber schiffen müssen. Okay. Wir sind halt hier, müssen wohl dann innerhalb der 150 Minuten, die wir Zeit haben, also 2,5 Stunden, ich hoffe, wir nutzen das nicht total aus, dahin. Wir sind hier oben, dann müssen wir mal gucken, dass wir uns hier ausbreiten auf dieser kleinen Insel und alles mal so weit einnehmen. Hier gibt es ein paar Gebirge, wo hoffentlich wir alles finden, was wir brauchen. Hier oben gibt es noch eine Insel, die könnte man natürlich auch einnehmen, vielleicht gibt es da ein paar tolle, wertvolle Rohstoffe. Es sieht nicht so aus, als ob wir Krieger brauchen jetzt. Ich muss ja mal gucken, was hier so steht. Wir müssen sparsam mit den Steinen sein, bis wir die Vorkommen im Gebirge im Westen nutzen können. Okay, im Westen, also das Ding hier. Vermute ich mal. Oder ist hier noch eins? Was sind diese Flecken hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Gebirge, okay, hier ist Stein. Bis dahin wird Stein knapp sein. Okay, scheiße, was? Das heißt, wir bauen mal nicht so viel. Statt Waffen zu produzieren, sollten wir uns ganz auf die Seefahrt konzentrieren, um den hier lebenden Piraten entgegenzutreten. Was? Vielleicht finden wir ja sogar einen ihrer Schätze? Piraten? Wie sitzt? Okay. Gucken wir uns das mal an, ne? Hier, Piraten. Okay, wo sind Piraten hier? Also, hier oben läuft erstmal ein Timer. Das ist ja schön. Wir gucken mal hier. Was gucken wir denn hier? Ach, hier, komm, Jungchen. Du musst erstmal... Hier, ihr geht erstmal auf die Erkundungstour. Hier soll ja irgendwo ein Gebirge sein. Dann lauft ihr mal dahin. Du läufst mal oben hin. So, was haben wir denn alles? Wir haben einen Steinbruch. Da sollten wir nochmal... Oh Gott, ja, wenn das alle Steinvorkommen sind, dann sieht das echt ein bisschen mau aus. Aha! Geil. Okay, gut, da sollten wir dann tatsächlich auch irgendwie uns zeitnah ein bisschen drauf konzentrieren. Hier kriegen wir 6 Steine wieder, hier kriegen wir 3 Steine wieder. Das ist eigentlich für die Wurst. Und im Endeffekt kriegen, was wir im Endeffekt bauen, aber wir sollten auf jeden Fall ein großes Wohnhaus bauen. So, da bin ich mir schon mal recht sicher. Wie sieht es mit Geologen aus? Haben wir noch nicht so viele. Bauen wir mal 2 Stück. Das war hier schon mal... Ah, da ist schon mal das Gebirge. Okay, das wird ja vermutlich das sein. Wo ist jetzt der andere Krieger hin? Wo ist denn der andere hier? Hatte ich nicht 2? Hä? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt.
Hier waren doch noch mehr Krieger, oder? War hier nicht nur einer? Du guckst jetzt erstmal, was da unten sich verbirgt und du läufst mal hier rüber. Und haben wir noch irgendwen, der nach oben lungern kann? Ja, komm hier. Ach, guck mal, hier ist auch schon wieder direkt ein Gebirge. Na, ist doch schön. So, dann brauchen wir jetzt erstmal hier Holzfäller haben wir. Dann brauchen wir ein Sägewerk. Das ballern wir direkt hier rein. Dann brauchen wir hier noch ein Forsthaus und noch einen weiteren Holzfäller. So, damit wir schon mal die Was ist hier eigentlich? Gebäude wurde vom Gegner zerstört? Was denn für ein Gegner, bitte? Wer hat denn hier was kaputt gemacht? Wieso gar nichts? Ah, okay, das sind die braunen Flecken hier. Okay. So ein bisschen vertrockneter Sumpf hier. So ein altes Moor ist hier anscheinend am Rumlungern. Und das hat sich wohl daraus ergeben. So, wie sieht es denn hier aus? Wir haben immerhin 34 Leute nur und wir können eigentlich diese ganzen Wohnhausgeschichten hier alle abreißen. Ach Gott, da kommt hier gar nichts raus. Lassen wir die kleinen Wohnhäuser stehen. Da kommt hier gerade mal ein Brettchen raus. Das ist ja... Das ist ja nicht das Highlight vom Herrn hier, würde ich mal sagen. So, du gehst mal hier hin. Kannst mal gleich hier hin starten. Wo ist mein anderer Krieger geblieben? Hat sich irgendwie ein bisschen verlaufen, ne? Jungchen, na, dann bleibst du halt hier. Dann macht der andere das halt alleine. Ah, hier sehen wir die Gebirge. Okay, hier geht es also weiter. Hier sind auch noch mehr Gebirge. Okay, wir sollen sparsam mit den Steinen sein. Dann werde ich das mal nicht befolgen, sondern schon mal eine schöne kleine Farm aufbauen. Die bauen wir hier hin. Im Prinzip können wir uns auch einfach einen fetten Tempel bauen, ne? So schön Mana-Produktion anschmeißen, fetten Tempel rein und bam. Dann können wir uns nämlich einfach ein paar Steine herbeizaubern. Das wäre doch die einfachste Geschichte der Welt. Würde ich zumindest ganz elegant gelöst finden dann. Da wären keine großartigen Probleme. So, wie sieht es denn aus? Hier gibt es tatsächlich Piraten. Der Wolfram hat allerdings null Krieger. Ah, ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, nämlich... Es kann sein, dass es auch früher so war. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich nur an die Form von der Mission, dass man da irgendwo ans Gebirge hier rumreisen musste. Ich weiß nicht, wie die ablief mehr. Aber es kann natürlich sein, dass die Herrschaften lediglich auf ein paar Schiffen sitzen. Dass wir also sozusagen ein paar Schlachtschiffe bauen müssen, damit wir derer habhaft werden. Das wäre natürlich eine ganz nette Geschichte, sage ich mal. Ich meine, zeitmäßig sollten wir eigentlich gut zurechtkommen. Sollte keine fetten Probleme geben. Ah ja, hier, weitere Geologe. Ist schon fertig. Ach Mensch, hier, dann kannst du schon mal gleich hier auch auf die Suche gehen, ob du was Schönes findest im Nebengebirge. So, du hast hier nichts weiter gefunden. Was gibt's denn hier? Das ist ja bislang sehr ergiebig. Ist ja bislang echt ein Highlight. So, wie breiten wir uns denn da einmal aus? Hier unten lang am besten, ne? Durch den Süden ist wahrscheinlich am pfiffigsten. Weil hier können wir dann in dem Waldstück noch was bauen. Das ist, glaube ich, ja ganz angenehm. Gut, hier scheint es nicht so viel zu geben. Das ist einfach nur so eine lange Landzunge. Viel mehr ist hier gerade nicht. Hier ist das ist wahrscheinlich auch nur so ein Mika-Ding. Und da gibt es wahrscheinlich auch nicht viel. Es scheint echt hier das einzige Steinvorkommen weit und breit zu sein. Dieses kleine Ding da. Ja, hier ist mehr nicht. Mehr ist hier nicht. Das ist ja doof. So, dann gehe ich mal hier gucken. Vielleicht sehen wir schon mal irgendwas. Schwefel! Ja, das ist natürlich das Highlight schlechthin. Der Römer braucht Schwefel. Ungefähr so sehr wie die Maya Holz. Nee, eigentlich sogar noch weniger. Der Römer braucht überhaupt keinen Schwefel. Was soll ich denn damit anfangen? Wozu gibt es auf diesen Bergen Schwefel? Schwefel hat eigentlich bei Siedler 4 nur einen einzigen Sinn. Und zwar kann man damit Munition für die Maya herstellen. Was für die Maya? Und für die Trojaner. Die Trojaner, die... ein kleiner Teich. Gibt es hier etwa Gold oder sowas? Ein Teich verspricht immer Gold. Da sind auch Goldfische drin. Also insofern gar nicht so abwegig, ne? ja, die Trojaner, die aus der Erweiterung. Für die es hier direkt keine Mission gibt. Aber wenn ich dann mal die Erweiterung installiere, dann können wir damit auch ein paar Missionen spielen. Da gibt es nämlich doch die großen Feldzüge. Es gibt theoretisch auch noch eine andere Mission oder Kampagne mit den Trojanern. Die habe ich aber nie gefunden. Ich weiß nicht, ich glaube, die habe ich aus irgendwelchen Gründen. Schande über mich habe ich die nicht. Das ist doof, aber kann passieren. So, was ist hier eigentlich los? Wieso wird hier nichts geliefert, gebaut, wie auch immer?
Sind hier sogar am Fett am Planieren alle. Na gut, die haben sich erstmal das fette Wohnhaus hier gekrallt. Ach so. Na gut. Ach, guck mal, wir können uns einen Tempel bauen wahrscheinlich, indem wir die Vasen abreißen hier. Haha, die Vase abreißen und dieses Ding. Dann kriegen wir wahrscheinlich von jedem ein Gold raus. Und dann können wir mit Hilfe des Goldes... Oh, das ist ja ganz pfiffig hier. Das ist ja ganz, ganz geschickt gemacht. Dann können wir mit Hilfe des Goldes uns dann einen großen Tempel bauen. Ist so meine Vermutung. Weil wahrscheinlich haben sie hier noch nicht mal irgendwo Gold hingebaut. Hier gibt es ja gar nichts auf diesem Gebirge. Ist ja echt mickrig. Ey. Das ist ja total erbärmlich. Das ist... Oh, ein bisschen traurig. Wie sieht es denn aus mit Brettern? Bretter haben wir noch genügend. Sägewerk, das wird zumindest schon mal planiert. Also so richtig schnell läuft unser Aufbau hier auch noch nicht. Das ist ja echt ein bisschen mau. Ja, wir brauchen ja sowieso Priester. Genau, wir brauchen ja irgendwo Gold her. Kohle gibt es hier schon mal, das ist ja schon mal ganz schön. Haben wir schon mal ein bisschen was hier. Achso, hier, ich kann ja auch die restlichen drei Hämmer kann ich für ein paar Bauarbeiter verwenden. Stein gefunden! Ah ja, hier unten also. Okay, dann sind wir ja sogar gar nicht so verkehrt. Wir hätten uns auch hier lang bauen können. Das wäre wahrscheinlich sogar einen Tick kürzer noch gewesen. Ach, egal. Komm, ist doch Wurst. Ey. Ganz ehrlich, Leute. Ganz ehrlich, die 2 Meter. Wir haben 115 Minuten. Das sollte dicke reichen. Im Normalfall. Oh, guck mal, was ist denn hier noch? Kommt der da hin? Nee, da kommt er nicht hin wahrscheinlich, oder? Ach, das ist wie so eine komische Landzunge. Ach, nee, ey. Da gibt's doch wieder nichts. Gibt's auch wieder nichts zu holen, bestimmt. So, hier erstmal fertig, das große Wohnhaus, hier Aussichtsturm und die anderen Türme und den großen Turm könnte man, wenn man wollte, auch noch abreißen. Im Moment haben wir ja keine Armut an irgendwelchen Gerätschaften. Insofern ist das gerade noch zu vertreten hier. Was ist eigentlich? Wer geht eigentlich in eine Werft? Geht da ein Werftarbeiter hin oder geht da... Ja, ein Schiffsbauer tatsächlich. Der braucht dann natürlich einen Hammer, den wir nicht haben. Das ist tatsächlich hier schon wieder so eine kleine Geschichte hier. So ein kleines Ding. So, hier wird ja schon mal fleißig der Stein gehackt. Das ist schon mal sehr schön. Die Steine werden verkloppt. Du kannst sie weiter verkloppen. Du kannst sie weiter durch den Wald rennen und schauen, ob du da irgendwas Schönes findest. Getreidefarm ist schon mal fertig. Hier, was geht denn hier ab? Wir sind ja viel zu schnell. So, hier brauchen wir noch ein Holz, ein Stein. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen mehr, hier auch noch ein bisschen mehr. Aber im Prinzip haben wir schon mal fast alle Geschichten geliefert. Sehr gut, gefällt mir. Dann können wir auch gleich schon mal eine Mine bauen. Eine Mühle, keine Mine. Eine Mühle. Mühle ist das mit dem anderen M. So, haben wir hier alles. 3 und 4, ja, exzellent. Jetzt los, lauf, Bauarbeiter, lauf mal ein bisschen schneller hier. Junge, Junge, ey, die sind ja echt lahmarschig. Ja, aber jetzt fängt er an. Los geht's, dann wird auch gleich hier Fett geliefert. Das Wohnhaus hat auch schon mal alles soweit, was da gebraucht werden muss. Also, die müssen hier sehr weit laufen, unsere Leute. Das ist natürlich ärgerlich. So, den Turm hier baue ich übrigens. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, warum ich den Turm baue gleich, ne? Den wollte ich bauen, damit wir hier ein Gebirge haben, wo wir... Oder einen kleinen Hügel, auf dem wir Wein anbauen können. Damit wir uns dann einen kleinen Tempel und so weiter und so fort... Wir müssen ja mit den Steinen sparsam umgehen. Ich weiß Bescheid. Dennoch kostet der 3 und 3? Nee, 2 und 3, ne? Ja, wollte ich schon sagen. Dennoch müssen wir hier gucken. So, jetzt. Wir passt nicht. Ja, doch, passt. Hier, passt. Wunderbar. Habe ich ja gut abgeschätzt noch. Hm, Glück gehabt. Gerade so noch richtig abgeschätzt, würde ich mal sagen. Dass es noch passt. Nee, Priorität brauchen wir hier nicht. Sind auch schon alle Rohstoffe da. Hier fehlen nur noch 2 Steine. Die sind auch schon auf dem Weg. Hier sind auch schon alle Rohstoffe. Das ist ja Wahnsinn. Das läuft ja schnuckelig hier. So, und das Ding ist auch gleich fertig. Dann wird es ja immer geiler. Also, wir haben hier Stein. Das soll alles sein. Na, vielleicht haben wir hier nochmal irgendwo was. Ich hoffe, das ist nicht alles, weil sonst wäre es echt ein bisschen wenig Stein. Dann ist das... Da kommt man vom Regen in eine Traufe so ungefähr. Dann sagt man, ja, okay... Das Steinvorkommen hier ist zwar bald leer. Und wir haben das Tolle, aber das ist auch binnen einiger Sekündchen garantiert aufgebraucht. Wirklich lange werden wir davon nichts haben, schätze ich mal. So, was brauchen wir denn? Soll ich schon mal hier einen großen Tempel in Auftrag geben? Na, wir warten erstmal, ob wir nochmal Gold oder sowas finden. Hier, Eisen gibt es auf jeden Fall schon. Sehr gut. Also der Berg hier ist sehr nett. Hier gibt es immerhin schon mal einen Haufen Kohle.
Vielleicht gibt es hier dann irgendwo Gold, obwohl ich eher glaube, dass wir Gold auf einen dieser beiden kleinen Bergen hier hin finden. Weil die natürlich wieder ein bisschen weiter weg sind. Da muss man wieder erst ein bisschen weiteren Weg laufen. Und dann kann man so nach und nach irgendwie da hinkommen. Dann findet man das. So, wir brauchen auf jeden Fall hier eine florierende Mana-Produktion. Beziehungsweise ich kann auch schon mal hier... Was ist denn mit dem Jäger? Ich wollte doch mal einen Jäger bauen. Hier, Jagdhütte. Hier sind noch Tierchen. Hier sind noch Tierchen, die armen kleinen. Die armen kleinen Tierchen. Ja, ja, so ist das. Turm ist bald fertig. Sehr schön. Wird schon mal gebaut, dann können wir also auch bald mit der Mana-Produktion beginnen. Beziehungsweise hier ist ja auch schon so ein bisschen hügeliges Land. Da können wir... Ach, hier können wir theoretisch schon mal... Lass mal gucken. Das ist zumindest ein bisschen gelb hier. Ja, naja. Ist ja schon mal nicht so verkehrt. Hier, wenn das jetzt noch gehen würde. Ja, na gut, wir haben zumindest ein bisschen Hanglage hier. Na gut, ja. Bin ich zufrieden mit. Reicht mir völlig. So, hier, das, da kommen ja noch ein paar Leute raus. Ein paar Leute kommen da noch. Okay. Aber wenn wir das abreißen, dann haben wir erstmal wieder eine gute Menge an Rohstoffen zur Verfügung. Jetzt fehlt es gerade an Holz, ne? Weil unser Sägewerker hier noch nicht so wahnsinnig viel am Tun ist. Kleiner Turm ist bald fertig. Sehr schön. Da brauchen wir dann noch einen weiteren. Und dann sind wir da versorgt. Was baue ich eigentlich noch alles im Moment? Ich baue nur an der Winzerei rum. Und am Wasserwerk und am Jagdhaus, ne? Na gut, viel mehr ist nicht. Viel mehr baue ich gar nicht. Na gut. Ach komm, dann baue ich einen großen Turm hier ab. Sind kommen immer nochmal drei fette Steine raus und nochmal hier zwei Holz oder so. Nee, drei Holz sogar. Ach, super, weil wir werden hier ja wahrscheinlich echt nicht angegriffen. Würde ich mal vermuten. Außer die Piraten landen plötzlich mit irgendeinem Schiff hier vor der Tür. Das wäre natürlich äußerst unglücklich. Aber ich meine, sowas passiert hier nicht. Also, meine ich in Erinnerung zu haben. Das wäre auch sehr dreist. Das wäre sehr, sehr dreist. Wenn die plötzlich einfach mit dem Schiff bei uns vor Anker liegen. Vor Anker liegen. Und dann sagen, ja, hier sind wir. Könnten wir euch mal drauf einstellen. Wir verarschen euch fett. So, hier brauchen wir noch eine Werft schon mal. Die können wir schon mal irgendwo hin platzieren. Kein Platz für eine Werft. Das ist ja schon mal hier. Kommen wir da überhaupt raus dann? Ich werde es mal versuchen. Geht auf jeden Fall. So, die brauchen wir aber jetzt erstmal noch nicht. Passt hier denn dann theoretisch eine Anlegestelle hin, damit wir dann, wenn wir hier so ein bisschen Rohstoffe schicken wollen. Das passt ja alles nicht hier. Was ist denn das für ein Ort? Da geht ja gerade mal eine Fischerhütte hin. Aber immerhin die geht. Die brauchen wir jetzt gerade noch nicht, stellen wir nochmal ein. Also da wir Angeln haben, werden wir ja ein paar Fischerhütten bauen können. Und dann gehe ich auch mal fest von aus, dass wir hier irgendwo auf diesen blöden Hügeln hier hinten Gold haben. Muss ja. Hier gibt es auch nur Schwefel und Kohle bislang, aber vielleicht gibt es hier noch was anderes. Ich schätze mal nicht, dass es Steine gibt, weil sonst hätten sie uns das ja gesagt. Dann hätten sie gesagt, ja, guckt auch mal im Osten nach oder im Norden, besser gesagt. Vielleicht gibt es da auch nochmal was Schönes. Aber das haben sie nicht erzählt, also gehe ich mal nicht davon aus, dass hier so viel für uns zur Verfügung stand. So, 40 von 60. Wir haben im Moment 50 Plätze. Wenn wir das abreißen würden, dann hätten wir 23 streikende Siedler. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Deswegen lassen wir das Haus einfach mal stehen. So, hier gibt es neue Holzbretters. Hier wird sogar schon der Turm gebaut. Da brauchen wir jetzt aber auch ein paar Steinchen. Ja, macht euch mal auf den Weg. Ach Mensch, das Weingut wird auch schon gebaut. Also das funktioniert ja schon mal ganz schnuckelig hier. Das sieht ja schon mal sehr geil aus. Okay, dann werden wir uns gleich die Steinmine hier bauen und dann kannst du ja echt rund gehen. Ach Gott, die Mühle hat auch schon gut zu tun. Da brauchen wir schon eine Bäckerei hier. Hehehe. Oh, die kostet auch schon wieder so viel. Eieieiei. Aber im Moment können wir damit ja leben. Wir haben noch keine größeren Problemchen hier. Es läuft ganz gemütlich, unser Aufbau. Wir sind so ganz entspannt dabei. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis es dann wirklich hoch hergeht. Dann werden wir uns auch hier weiter ausbreiten in diese Richtung. Dann werden wir mal schön kleinen Tempel bauen. Den sollten wir auch schon mal echt rechtzeitig in Auftrag geben. Also nicht rechtzeitig, sondern rechtzeitig. Und dann haben wir hier schon mal einigermaßen gute Voraussetzungen, um die Mission gut anzugehen. Ist ja echt mal schön, dass wir jetzt so eine gemütliche Mission hier haben. Das ist ja
echt eine willkommene Abwechslung. Also die letzte war ja echt gerade mit dem dunklen Volk, die uns angegriffen hat. Ich ärgere mich zwar, dass ich erst neu gestartet habe. Hat mir im Endeffekt gar nichts gebracht. Aber, ja, gut. Kann man machen, ne? So, hier, rein da. Lauf, Jungchen, lauf. Bisschen schneller, ne? Und dann können wir hier mal schnell eine Steinmine platzieren. Zack. Schön draufgeballert. Das kostet natürlich 4 Steine, das ist ja klar. Wäre ja irgendwie auch langweilig, wenn es günstiger wäre, ne? Mhm. Ist ja logisch. So, den Turm brauchen wir erstmal nicht. Ja, doch, den brauchen wir. Natürlich brauchen wir den. Turm brauchen wir immer. Wo ist noch ein Schwertkämpfer? Soll ich irgendwelche Türme hier abreißen? Ja, komm, den reißen wir mal ab hier. Kriegen wir wieder einen Stein raus. Ist nicht so ergiebig. Ich möchte die Türme auch lieber gerne stehen lassen hier. Aber wenn es den Rohstoffen dient, dann reißen wir die halt ab. Ja, und wir reisen jetzt auch ab, denn die Zeit ist soweit rum. Die Folge ist vorbei. Ich denke mal, wir werden hier mal ganz entspannt beenden können. Das ist ja gerade ein ganz guter Schnitt. Denn wir haben jetzt soweit alles, was wir brauchen, um die Mine zu bauen. Wir haben jetzt das Gelände eingenommen, haben unsere Rohstoffproduktion einigermaßen aufgefahren. Wir haben halt so mal, zumindest Holz kriegen wir rein und ja, Steine sollten ja auch zeitnah kein großes Problem mehr sein. Dann hoffe ich, es hat euch soweit gefallen und ihr habt noch einen schönen Tag. Einmal sehen wir uns noch vorm, also zumindest wenn wir bei Siedler 4 sind, sehen wir uns noch einmal vor Neujahr und beziehungsweise vor Silvester und zwar am 30. Ne, das ist dann die nächste Folge und ich hoffe, da seid ihr auch alle wieder mit dabei und schaltet fleißig ein. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut.